So, einen wunderschönen. Ja, heute wieder ein paar Aufnahmen, weil ich wurde von der Weihnachtsbäckerei entlassen. Die brauchen mich nicht mehr, alle Plätzchen sind gebacken und ja. Ich habe mich dazu entschieden, wir haben ja gestern zwei neue Let's Plays angefangen. Einmal Doom the Way It Did und einmal Freedom. Zum anderen haben wir gestern auch Back to Saturn, also Back to Saturn X1 abgeschlossen. Und damit aber ein bisschen so Abwechslung bleibt, habe ich mich entschieden, ich werde immer mindestens vier Hauptspiele machen. Und Back to Saturn 2 würde ich mir noch ein bisschen aufheben. Da haben wir jetzt gerade erst eins abgeschlossen, da würde ich nicht gleich mit zwei anfangen. Und dementsprechend kann ich das eigentlich auch gleich unten reinschieben. Muss da immer nicht drinnen stehen bleiben. Machen wir mal so. Und zwar 2002 Addo und einmal Dark Encounter. Und ja, anfangen tun wir, wie man am Titel bereits sieht, mit Dark Encounter. Ich werde mal kurz alles einrichten dafür. Das ist einmal Doom for Doom. Dark Encounter, genau, schon drin. Habe ich kurz angespielt vorhin, um mich zu entscheiden, ob ich Dark Encounter oder Hellbound zuerst spiele. Da ist hier schon alles eingerichtet. Auch mit. Nee, die aktuelle Version ist noch nicht drin. Ich brauche hier Version 3 Alpha 8.3. Stimmt das? Ja. Und dementsprechend auch das Resource Pack dafür. Alles andere stimmt soweit. Ja, wie man sieht, ist das einzige, was derzeit auf dem Feld basiert. Alle anderen Let's Plays basieren derzeit auf Ultimate Doom. Irgendwie witzig, aber gut. Alles soweit korrekt. Doom 2, Rakadum, Verdum, ja, okay. So. Götchen. They are rage. Brutal. New game. Without ultraviolence. Und das kann eigentlich weg. Das brauchen wir nicht mehr. Kann ich mal ein bisschen aufholen. So. Dark Encounter. Ja, ich kürze es deswegen so ab, weil so auch die so auch der Wattenname ist. Liegt einfach daran, dass es stammt ja noch aus der DOS-Zeit oder ist DOS-kompatibel. Und DOS unterstützt halt im Dateinamen nur 8 Zeichen maximal und in der Erweiterung maximal 3 Zeichen. Dementsprechend haben auch die meisten Dateien als Titel eine Abkürzung, die genau 8 Zeichen oder weniger lang ist. Ja, schon lange nicht mehr gespielt. Die ersten paar Maps kenne ich noch. Also die Map hier zum Beispiel kenne ich auf jeden Fall noch. Die nächsten paar auch. Ich werde heute wahrscheinlich mal gucken, sowohl Dark Encounter als auch, Name vergessen. Ja genau, 2002 Addo. Achso, dieses Addo steht übrigens für Doom Odyssey. Wen es interessiert. Und werde aber heute wahrscheinlich erstmal von beiden vier Folgen aufnehmen. Vielleicht auch von beiden 6, sodass ich insgesamt auf 12 Folgen komme. Mal gucken. Ja. Hier ist relativ ruhig. Oder auch nicht. Den tut noch nichts. Achso. Fuck. Oh. Hab mir nämlich vergessen. Backpack. Bam. Mit neue Kraft, geile Grafik. Wo kommt der denn her? Hä?
Sehr hochgeklettert? Reingesprungen? Ah. Man weiß es nicht. Danke. Danke. So. Du kommst her. Du kommst her. Ja, mittlerweile habe ich es dann wieder geschafft, ein paar Folgen hochzuladen. Also die, die ich gestern aufgenommen habe, habe ich mittlerweile schon alle hochgeladen und öffentlich gestellt. Hat über Nacht gut geklappt. Wer ein bisschen so meine Upload verfolgt hat, dem wird aufgefallen sein, dass ich schon seit längerer Zeit nichts mehr offline, online gestellt hatte. Hochgeladen hatte ich es mittlerweile schon, meine früheren Projekte. Oh. Hey, ach da. Aber ich hatte letzte Zeit immer keine Lust, die Sachen zu bearbeiten, also Titel einzustellen, Beschreibung einzustellen. Und deswegen kam mir letzte Zeit nichts mehr on, obwohl ich es auch schon hochgeladen hatte. Ja. Und jetzt habe ich aber mal gestern, also beziehungsweise heute früh, die Sachen alle beschriftet. Und dementsprechend ein bisschen mehr online gestellt, als ich gestern eigentlich aufgenommen hatte. Hauptsächlich die letzten 5 Episoden von Big to Saturn. Da hatte ich gestern 8 online gestellt, obwohl ich schon nur drei aufgenommen hatte. Und die anderen 5 waren praktisch schon online. Nur halt noch nicht öffentlich zugänglich. Ja. Alter. Die schießen ja aber auch alle. Ah, ich geh mal von der offiziellen Seite rein. Geronimo! Ich höre was, was du nicht hörst. Wo denn? Achso, die Schweine. Die Schweine dachte ich schon. Die Imps, die, Pinkies. Goddammit. Ja, und Pink. Also Pinky ist ja wahrscheinlich wegen Pink und Pink ist wegen Pick und Pick ist Englisch und heißt Schweine. Ich sag mal Schweine zu denen. Außerdem sehen sie ein bisschen aus wie Schweine. Wie alle her, sag mal. Ich hänge. Scheiße, ich bin tot. Alter, wo hänge ich denn gerade fest? Flucht hat Figgy, die Fick, Fick. Mach das jetzt mal her. So, von hier kann man irgendwo noch ein Imp. Ich soll mal gleich mal gucken, wo der herkam. Oh ja. Oh Scheiße, die wollte ich noch gar nicht hin. Das wird eine Scheiße. Wow. Wo kommt der jetzt her? Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Hinten kam ich ja hoch. Dankeschön. Oh, Alter. Das ist mal gut hier. God damn it. Das Thema habe ich alle übertreiben müssen hier. Danke. 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 Meine Fresse, Alter. Ich werde gleich wieder alles abgezogen. Danke. Danke. Ja. Hä? Hab ich mir. Oh. Danke dafür. Oh ja, da. Bitte mal speichern hier. Bam. Ah!
vollkommen vergessen, dass es ja auch noch geht. So leider ist wieder meine Rüstung komplett tot. Wow, hab ich ganz sonst genommen. Leco mio. Mistgeburt. Eigentlich schon nice. So. Ist hier noch was? Hier waren so viele Winkel. Da muss ich ja nachher hin. Das ist die Exit. Na, kommt mal her. Ich gehe deswegen nicht zu ihm, weil ich genau weiß, was da gleich kommt. Und ich weiß nicht, ob ich das, was da kommt, denn erledigen kann. Ich probiere es einfach mal. What? Oh, doch noch gar nicht. Der Bett ist schon da. Ja, ist schon da. Okay. Alle weg? Scheint so. Ich weiß ja nicht. Ich traue dem ganzen Rad hier nicht. Wow, ich muss hier extra umgehen. Nee. Aber scheint echt. Schon böse sein. Ja, alle Gegner besiegt. Sehr schön. Laut der Anzeige. Ja. Ja, warum ich nochmal gerade geguckt habe, ist, weil die Anzeige oben, diese fünf Kreise mit Dreiecken drin haben, die bedeuten nichts anderes wie, ich habe 5 von 5 Teilen der Gegner umgebracht. Also quasi alle. Das Problem ist, die Anzeige hat einen kleinen. Naja,
hat eine kleine Mail-Function, also hat halt einen Fehler. Und zwar, wenn man Gegner hat, die in der Map sind, dann werden diese Gegner gezählt, also ja, halt gezählt und dann gezählt, wie viele man davon umgebracht hat. Damit wird berechnet, so viele von so vielen sind praktisch schon tot. Praktisch genau das, was hier oben links steht, so viele von so und so vielen Gegnern sind tot. Das Problem ist, es gibt Maps, so wie diese hier, da spawnen die Gegner nachträglich in die Welt rein. Das heißt also, dieser hintere Zähler oben links erhöht sich. Das kriegt aber dieses Display da oben nicht mit. Das heißt also, wenn Gegner noch nachträglich rein spawnen, habe ich laut der Anzeige mehr Gegner umgebracht, als eigentlich in der Map existieren. So. Und das ist natürlich dann in dem Moment ein bisschen blöd, dass halt die Anzeige in dem Moment irreführend ist. Und deswegen gucke ich lieber sich das halt nochmal nach. Ja, und das war's mit der ersten Map. Ciao mit V.